Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 207. Folge des Gothic 3 Let's Plays 207. Ich hoffe, das stimmt. Müsste. Wartet, ich kann ausrechnen. Das lädt heute auch 203. Die sind noch da, 206 gestern, 207. Ja, ich hoffe, ich habe gestern die richtige Folgennummer gesagt. 207. Folge des Gothic 3 Let's Plays, wo wir auf der Suche nach den letzten Ahnensteinen sind und nicht wissen, wo sich dieser versteckt hält. Und zwar wollen wir, ja, eigentlich hier hinten, da, den Ahnenstein sockeln. Und er fehlt. Und wir suchen jetzt noch einmal vollständig in dieser Höhle, ob ich ihn vielleicht irgendwo übersehen habe. Er vielleicht irgendwo rumpümmelt. Er irgendwo rumliegt. Er irgendwo drinne steckt. Oder. Vielleicht irgendwas Offensichtliches. Aber so richtig offensichtlich sehe ich hier nichts. Es ist auch nichts irgendwo, wo ich sage, da liegt er, das hat sich hier... Ich weiß ja, dass es bei einigen war es ja auch so, dass der irgendwo rumlag. Aber nichts. Gar nichts. Gut. Geht es hier noch irgendwo weiter nach oben? Ich meine, dass es hier rechts nach oben geht, das wissen wir. Hierhin. Hier habe ich mich aber ehrlich gesagt nicht komplett, glaube ich, umgeschaut. Bin ich sicher. Komm ich hier hoch? Ja, perfekt. So. Da oben sieht es nicht so aus. Ich könnte mir vorstellen, dass er das hier vielleicht mir erhandelt. Da sehe ich auch keinen Ahnenstein. Nee. Vielleicht liegt er hier hinten irgendwo versteckt oder in seiner Hütte. Trinkenbrot. Ich will eigentlich das Ding hier nicht knacken, ne? Ich glaube auch nicht, dass es da drinnen ist. Aber... Und was mache ich, wenn es so ist? Warum kann ich hier dran arbeiten? Na gut. Hm. Hier unten auf der Plattform bin ich der Meinung, hatte ich mich auch schon umgeguckt. Es gibt zwei Varianten, die wir haben. Variante A. Ich gebe auf und sage, okay, wir haben ihn nicht. Und gehen einfach zurück und haben halt die Ahnenstein-Questreihe nicht komplett lösen können, weil ein Ahnenstein fehlt. Ich google kurz, schaue, ob ich irgendwo dank Google herausfinde, wo der Ahnenstein versteckt sein soll. Und hole ihn einfach fix. Oder ich suche noch ein bisschen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es nicht wirklich wichtig ist, ob ich den Ahnenstein habe. Also es ist jetzt so, wenn wir ihn finden, ist okay. Wenn wir ihn nicht finden, ist auch okay. Wir haben in keinster Weise jetzt hier Druck, dass ich ihn finden muss. Deswegen würde ich sagen, wenn ich ihn nicht habe, nehmen wir das einfach so hin. Und gehen die Questline abgeben, soweit wie wir es haben. Und wenn ich ihn hätte,
Nee, aber dieses jetzt ergoogeln, es ist nicht die Mainquest. Und ich persönlich finde es immer schön, wenn wir nur die Sachen questtechnisch machen, die ich auch wirklich geschafft habe. Also, ich mag das in RPGs, immer wenn wir die Story so beenden, dass ich sage, ja, du, es hat halt nicht geklappt. Diese Quest, dann hast du nicht geschafft. Du hättest wahrscheinlich nochmal dort gucken müssen. Dann hättest du es geschafft, aber hat es halt nicht sollen sein. Damit ist es auch erledigt und gut. Ich bin nicht der Fan davon, das nur zu komplettieren, nur weil es geht. Sondern für mich ist das eher so, ja, ich habe kein Problem, das zu komplizieren, aber dann bitte, weil ich es gefunden habe. Oder weil das Spiel mir solche Hinweise gegeben hat. Habe ich dazu irgendeinen? Nee. Habe ich leider nicht. Wenn es jetzt die Main Story wäre und wir würden an der Main Story stagnieren und ich würde bei der Main Story nicht das finden, was ich bräuchte, damit es weitergeht, dann würde ich zu euch sagen, ja gut, ohne Main Story ist halt blöd, ne? Da wäre es vielleicht schon sinnvoll, dass ich sage, okay, Wie hast du mich gefunden? Ich bin meinem Instinkt gefolgt. Ach ja? Und was willst du? Ich bin gerade verwundert, dass hier überhaupt einer ist. Ingvar schickt mich auf die Reise, bei allen Schmelzern zu lernen. So? Ich habe keine Zeit, dir etwas beizubringen. Ich bin selbst auf einer Suche. Wonach suchst du eigentlich? Reines Erz. Vor vielen Nächten träumte ich von einer Höhle reinen Erzes. Du begibst dich auf die Suche wegen eines Traums? Weshalb sonst sollte sich ein Mann auf die Suche begeben? Warum gehen wir nicht zusammen? Du weißt nicht mal, wo es hingeht und willst mitkommen? Das nenne ich tollkühn. Das gefällt mir. Gut, du kannst mitkommen. Pass auf, dass du nicht stirbst. Ja, okay. Wir sollten ja auch noch von den Dingens die Einverständnisse kriegen. Daher müsste ich ja, glaube ich, nochmal... Der bleibt stehen. Da muss ich ganz kurz mal gucken. Aktuell. Da. Nein, da. Oder da? Zustimmung der Schmelzer. Ich sollte mir von jedem Schmelzer die Zustimmung holen. Das habe ich fast vergessen. Bei Peter habe ich die Zustimmung. Larsen habe ich jetzt durch Zufall gefunden. Für wen brauchte ich das denn? Vom Feuerclan, vom Wolfsclan und zu Peter. Geht zu den anderen Schmelzern. Hela vom Feuerclan, zu Larsen, vom Wolfsclan und zu Peter. Peter ist außerhalb des Tor, habe ich gefunden. Ja, ich muss nur noch vom Feuerclan das Ganze holen. Ja, alles klar. Das war jetzt purer Zufall, dass ich Larsen gefunden habe. Ernsthaft? Ich bin jetzt einfach mal so, okay, dann Larsen halt jetzt auf dem Weg. Zum Feuerclan. Ich war eigentlich schon komplett, da war für mich abgeschlossen. Und auf einmal finde ich Larsen. Okay, warum nicht? Nicht, dass es mich stört. Ich war nur, ich habe nicht damit gerechnet. Mal gucken, wo er uns hinschickt. Und vom Feuerclan die Zustimmung, denke ich, werden wir auch kriegen. Mache ich mir jetzt nicht so die Riesensorgen. Ich habe jetzt eher die Hoffnung, dass er mich an eine Ecke schickt, wo vielleicht noch ein Ork-Camp ist, welches ich nicht kenne, und dort vielleicht der Ahnenstein versteckt ist. Wie mehr meine Hoffnung. Ah, Erz. Du hast deine Prüfung bestanden. Kehre zurück zu Ingvar und sage ihm, ich glaube, du wirst ein fähiger Erzschmelzer. Ja, alles klar. War leider nicht das, was ich mir erhofft habe. Wir bauen das noch fix ab. Ihr kennt das ja, ab und zu braucht man Erz. Kann ich jetzt mit dir noch reden? Wir passen auf. Nee, kann ich nicht. Es macht jetzt eigentlich... Lasst mich kurz überlegen. Wir brauchten die Zustimmung von 3 Leuten. Lesen wir es jetzt nochmal ganz kurz in Ruhe durch. Während er nicht in meiner Nähe ist und ich ihn hacken höre. So, also. Zustimmung der Schmelzer.
Die Fähigkeit hast du, ebenso meine Zustimmung, doch ich möchte nicht allein entscheiden, ob du geeignet bist. Nimmst du auf den Arm? Nein, du strebst nach Wissen, das uns Nordmar stark gemacht hat. Ich möchte sicher gehen, dass es nicht unseren Feind stark macht. Also was soll ich tun? Gehe zu den anderen Schmerzern. Kalan vom Feuerclan, Larsen vom Wolfsclan und Peda. Wenn sie einverstanden sind, bin ich es auch. Wo finde ich Peda? Das ist eine Schmiede außerhalb des Dorfes. Warum bist du gekommen? Peda hat zugestimmt. Ah, da hast du, hat auch zugestimmt. Es fehlt nur noch der vom Feuerclan. Das heißt, wir machen die Quest jetzt quasi im einen Abwasch. Ja, gut. Bin ich nicht böse? Nehmen wir so mit. Das heißt, wir latschen jetzt einmal zum Feuerclan, holen uns das Einverständnis. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Tipp, wo der letzte Ahnenstein versteckt ist. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wenn wir den Tipp kriegen... Ich würde eigentlich gerne nach da drüben. Da muss ich eigentlich hin. Gut, gehen wir da lang. Wenn wir den Tipp kriegen... Dann werden wir auf dem Rückweg noch danach suchen. Ansonsten werden wir zumindest das Erzwaffe-Schmieden noch lernen. Also dann werden wir nochmal zurücklatschen und lernen kurz das Erzwaffe-Schmieden. Weil wir es können. Und... Ja, so machen wir das. Und wenn das dann alles nichts gebracht hat und wir die Ahnensteine nicht gekriegt haben, dann gehen wir zum Kloster und gucken, was da abgeht. Vielleicht kriegen wir da ja noch was raus. Und wenn wir dann mit dem Kloster fertig sind, weiß nicht, wie viel Aufwand das Kloster wird. Kann sein, dass das 2 Folgen oder so wird. Es kann sein, dass es 2 Minuten wird. Es kann sein, dass es noch richtig viel Farmarbeit wird. Weil ich nochmal über die halbe Welt geschickt werde. Und wenn wir mit dem Kloster fertig sind, dann gehen wir zu Xardas und geben ihm die 5 Artefakte. Aber das wisst ihr alles schon, das habe ich schon 1000 Mal wiederholt, das muss ich nicht nochmal 1000 Mal wiederholen. Noch auf dem richtigen Weg, ja, sind wir. Irgendwo da hinten muss der Feuerclan sein. Oder da hinten, ich weiß es nicht. Wir werden ihn gleich finden. Da ist er. Wäre sau witzig, wenn ich jetzt dorthin gehen würde und würde zu ihm sagen, ja du, ich war beim letzten, aber der Ahnenstein fehlt. Und ich weiß nicht, wo er ist. Und der dann sagt, ach so, ja gut, dann hier ist er. Wäre so sau witzig, wenn jetzt wirklich jetzt vom Game Design so angedacht ist, dass man hin und her läuft. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, jetzt suchen wir zuerst den Schmied. Das ist, glaube ich, ist er, glaube ich, nicht, oder? Nee. Wie viele Skillpunkte habe ich eigentlich? Also wenn er mir was beibringen kann, kann ich das eigentlich alles mitnehmen. Ach komm, gucken wir mal kurz. Einfach die Sachen lernen. Würdest du... Zack. Fasse die... Aber zack, interessiert mich nicht. Und zack. Aber auch. Haben wir Armbrust noch von ihm gelernt. Meister Armbrust Schütze wird wahrscheinlich wieder irgendwo versteckt sein. Brauche ich dafür Voraussetzungen? Nö. Ja, wie gesagt, ich habe das jetzt einfach nur gelernt, weil ich es lernen kann. Deswegen habe ich es auch nicht weiter jetzt mit angehört, weil, ach ganz ehrlich, Armbrust, das interessiert mich. Sogar so einen feuchten Pups. Wer ist der Schmied? Bist du der Schmied? Für dich habe ich die Rüstung, glaube ich. Ja, hier ist deine Rüstung. Hier ist deine Rüstung. Na endlich! Was jetzt? Wenn du willst, werde ich dich begleiten, solange du in Nordmar bist. Nee, will ich nicht. Hauptsache, du hast eine Rüstung. Du hast doch sicher noch was zu... Das will ich auch aktuell nicht. So, jetzt suchen wir den Schmied.
und fragen ihn, was er haben möchte für die Zustimmung. Ich habe keine Ahnung, wo der Schmied war. Hier oben, das ist er, glaube ich. Er ist nicht da. Ist er hier irgendwo rum? Wo ist er? Hinten ist er nicht. Ich bin verwunderter, als ich sein sollte, aber der Schmied ist nicht da. Eigentlich sollte er da sein. Gut, reden wir erstmal kurz mit ihm wegen den Ahnenstein. Wegen der Ahnen? Ja? Ich habe die Macht von Angier. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ich habe die Macht von Berek. Gut. Was ist mit den anderen Gräbern? Ja, das letzte sagt er mir leider nicht. Kann mir auch nichts mehr beibringen. Dann gucke ich mal, ob ich den Schmied finde. Ich bin sehr verwundert, dass der Schmied gerade nicht da ist. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aha. Bin ich schon mal fast runtergefallen. Ist das der Schmied? Nee, das ist Lee. Lee war der, der den König töten wollte. Dann gucken wir noch einmal an alle Betten rein, ob ich ihn irgendwo sehe. Es kann nicht sein, dass der Schmied jetzt weg ist. Es gibt nur zwei Varianten. Entweder der ist absichtlich weg oder er ist weg, weil es Nacht ist und ich am Tag wiederkommen müsste. Aber ich würde halt jetzt so sinnlos hin und her rennen, nur weil er fehlt. Das ist ein wenig traurig, ganz ehrlich. Habe ich jetzt in alle Hütten schon reingeguckt, ob er irgendwo ist? Machen wir noch das, so überall reingucken. Aber er wird ja jetzt nicht weg sein. Wo könnte er noch sein? Also. Lass mich in Ruhe. Er könnte maximal, wie heißt er nochmal? Kalan heißt er. Wir haben auch sogar schon mal mit ihm gesprochen. Habe ich seine Zustimmung zufällig bereits? Gibt's ja eigentlich so Teleporter-Dinger? Nee. Ich glaube nicht, dass ich seine Zustimmung bereits habe. So, wenn, dann könnte er da hinten sein. Aber ich glaube, er war wieder zurückgelaufen zum Lager und das war nicht der Schmied, mit dem ich nach hinten gerannt bin. Er ist ja auch nicht mehr. Na gut. Also, es fehlt weiterhin ein Ahnenstein. Ich habe keine Ahnung, wo Kadar ist. Ich weiß nicht, ob ich seine Zustimmung bereits habe. Ich würde vorschlagen, ich werde einmal kurz noch zum Hammerclan gehen und nachfragen.
Ja, werden wir probieren. Und wenn das alles nicht klappt, dann haben wir auf Deutsch gesagt nichts mehr, was wir machen können und gehen dann zum Feuer, zum Kloster und gucken, ob wir da vielleicht den Rest geregelt kriegen. Weil so, ja, was soll ich machen, ne? Kann mich halt nicht in Luft auflösen. Hab ich hier noch nicht gebuddelt? Nee, hatte ich nicht. Oder? Nee, anscheinend habe ich das ja bis jetzt übersehen. Ja, gut. Und damit gehen wir mal in die nächste Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, dann hilft mich. Schreibt mir Feedback. Ich freue mich für den Scheiß und sage immer zum Schluss. Tschüss mit Ö.